Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Story of Seasons. Oh yeah, der Tag geht langsam rum, der Tag ist bald vorbei und morgen ist es soweit. Glaube ich jedenfalls. Oh mein Gott, ich muss aufpassen. Ich habe jetzt wieder ein paar Tage nicht aufgenommen, ich glaube 2 oder 3 Tage. Muss deswegen wieder ein bisschen reinkommen. Es ist kurz auf dem Spiegelei. Es ist jetzt nochmal ganz kurz 2 Stück. Ich muss mal ganz kurz gucken, was ich überhaupt schon gemacht habe. Warte mal, die muss ich jetzt noch gießen, genau. Die habe ich jetzt gemacht. Ach, hier noch. Okay, gut. Gut, dass ich nochmal geguckt habe. Oh Gott. Da muss ich gleich, glaube ich, auf jeden Fall nochmal Wasser nachfüllen. Gottchen. Mist. Gut. Muss ich mich noch ein bisschen umschauen. Ich bin wieder total verpeilt. Es ist mal wieder eine verpeilte Folge. Es ist immer so nach einer, zum Beginn einer neuen Aufnahmesession, dass ich immer so ein bisschen neben der Spur bin. Sekunde. Das muss ich ganz kurz überlegen. Hier war ich schon drin, ne? Natürlich war ich hier schon drin. Das mache ich immer als erstes. Sieht gut aus, hä? Ja. So. Oh ja. Heirat mit Rhaegar. Ich glaube, ich muss noch irgendwas Wichtiges machen heute. Aber ich weiß nicht mal was. Gut, dann sage ich mal lol. Dann mache ich die Sache, die wichtig ist, einfach nicht. Und ja, die Musik gibt mir ein Zeichen. Ich gehe ins Bett. Sicher, Zeit schlafen zu gehen. Puh. Na gut. Oh Gott. Oh Gott. Wir sind heute hier versammelt, um die Hochzeit von Rhaegar und Yomé zu begehen. Ach, wenn zunächst die Braut und der Bräutigam bitte nach vorne treten würden. Oh. Oh. Also voll langsam. Oh, ist das niedlich. Oh. Oh mein Gott, seine Haare. Oh. Rhaegar, willst du Yomé zu deiner Ehefrau nehmen und sie lieben und zu ehren? In Kranken und in Krankheit und Gesundheit, in Reichtum und Armut, während ihr gemeinsam dem Pfad des Lebens entlang geht? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er sieht total anders aus. Ja, ich will. Yomé, willst du Rhaegar zu deinem Ehemann nehmen und ihn lieben, um ihn lieben und zu ehren? In Krankheit und Gesundheit, in Reichtum und Armut, während ihr gemeinsam dem Pfad des Lebens entlang geht. Natürlich. Du darfst die Braut jetzt küssen. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, voll süß. Oh nein, die Zeremonie ist gleich vorbei. Ich muss mich beeilen. Wieso klingelst du nicht, du verschollene Glocke? Desi, beruhige dich, beruhige dich. Tief durchatmen, tief durchatmen. Hat jemand irgendwelche leckeren Nachspeisen? Leckere Nachspeisen zu essen beruhigt jeden. Falls wir das tun würden, wäre die Zeremonie vorbei, bevor wir damit fertig sind. Psst, seid alle ruhig. Wir dürfen nicht so viel Lärm machen. Was macht ihr alle denn da? Desi, ich werde dir helfen. Komm, wir versuchen alle zusammen noch einmal, die Segensglocke zu läuten. Aber, sie will nicht läuten. Ah, genug. Oh Mann, ich kann nicht mehr hier rumsitzen und euch einfallspinseln zusehen. Du warst diejenige, die gesagt hat, dass sie etwas tun wollte. Was? Dass sie etwas tun wollte, um die Hochzeit von Yomé zu feiern. Also sei keine Heususe. Ich helfe euch, sie zu läuten. Also lasst es uns alle zusammen versuchen und hinter uns bringen. Auf geht's. Gut, ich werde es versuchen. Kommt,
Ja, lasst uns alle die Segensglocke für Yume läuten. Tschium. Mega nice. Oh. Komisch. Woher kommt denn dieser Glockenklang? Vielleicht nimmt sogar die mythische Göttin des Frühlings an der Feier teil. Wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Während dem Läuten der Segensglocke erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. Bitte applaudiert alle unserem frisch vermählten Paar, das nun zusammen die ersten Schritte eines neuen Lebensweges beschreitet. Wow, bam, voll geil. Boah. Mensch, ich bin so neidisch auf dich, du Glückspilz. Alles Gute, ihr zwei. Ach, ihr zwei seid echt ein wunderbares Paar. Rega, wir verlassen uns darauf, dass du Yume glücklich machst. Ha, herzlichen Glückwunsch zu eurer Hochzeit. Das ist das erste Mal, dass ich bei einer Hochzeitsfeier war. Naja, ist das bei allen Hochzeiten so, dass man sich, so vor allem küsst? War das nicht etwas peinlich? Herzlichen Glückwunsch zu eurer Hochzeit. Ihr seid ein entzückendes Paar. Ich wünsche euch beiden ein langes und glückliches Eheleben. Mein Gott, wie er aussieht, ey. Das ist, oh mein Gott. Oha, diese Leute sind alle gekommen, um unsere Hochzeit zu feiern. Ich bin so beeindruckt. Das ist die schönste Zeremonie, die man sich vorstellen kann. Ich werde mich immer an sie erinnern. Ach, Schatz, ich liebe dich. Oh mein Gott. Was ist dieses? Oh mein Gott. What? Okay. Ich habe jetzt mit einem Abspann gerechnet. Ich bin irritiert. Und dieses Artwork ist übrigens auch sehr interessant. Und... okay. Es passt nicht ganz zum Spiel, aber von mir aus. Ich frage mich, was die anderen Artworks sind, wenn man jemand anders heiratet. Weil das ist halt eindeutig Rager. Na gut. Dann würde ich sagen, ich lasse jetzt einfach mal die Credits kurz durchlaufen. Und wir sehen uns dann wieder, wenn es weitergeht. Bis gleich. Gemeinsamer Einzug. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich bin erledigt. Hältst du noch mit, Schatz? Ich hätte nie gedacht, dass sie danach in meinem Restaurant weiterfeiern würden. Wie konnten sie ihr nur so viel essen? Naja. Ach, richtig. Alles ging so schnell. Ich hatte keine Gelegenheit, dir das hier vorher zu geben. Bitte. Oh. Das ist unser Ehering. Ich habe mit Volldampf gekocht und hatte keine Chance, ihn dir früher zu geben. Entschuldige. Aber jetzt, da du ihn hast, kann ich kaum erwarten, was das Leben für uns auf Lager hält. Weißt du, jetzt wo wir verheiratet sind, weiß ich nicht, ob wir uns noch genauso nennen sollen, als wir noch Turteltäubchen waren.
das ist ein neues Kapitel in unserem Leben oder wie wäre es denn genannt? Sie gefallen mir so, wie sie sind. Ja, man kann, ich bin dafür, dass wir uns weiter so nennen. Also Schatz ist, denke ich mal, okay, ja. Okay, Schatz dann also. Oh, gut. Da morgen unser Eheleben beginnen, sollten wir zuerst einmal die Aufgaben aufteilen. Du arbeitest rund um die Uhr ohne Pause. Wie wäre es, wenn du mich in den Haushalt erledigen lässt? Du hast alle Hände voll zu tun. Nicht? Dabei dachte ich wirklich, dass es eine gute Aufteilung wäre. Na gut, wie wäre es, wenn wir uns zumindest beim Kochen abwechseln? Du weißt, wenn es darum geht, bin ich Profi. Ja, das stimmt. Toll! Dann überlass das Kochen mir. Du wirst garantiert zufrieden sein. Falls du zusammen, möchtest, oder suche einfach einen Tisch während der Essenszeiten. Okay. Wir sollen während der Essenszeiten zum Tisch gehen. Ach, hier sind sie. Wir können frühstücken zwischen 6 und 8, Mittagessen zwischen 12 und Abendessen zwischen, okay. Also 6, 12, okay, das kann ich mir hoffentlich halbwegs merken. Immer im 6-Stunden-Abstand, ne? Nee, nicht ganz. wir können entscheiden, wer von uns das neueste kulinarische Meisterstück zaubert. Falls du lieber alleine essen möchtest, können wir jederzeit getrennt Mahlzeiten zu uns nehmen. So, jetzt haben wir zumindest mal die Grundlage gelegt. Wir werden morgen sehen, wie es läuft. Ich kann es kaum erwarten. Aber ich bin hundemüde und hau mich jetzt mal aufs Ohr. Nacht. Wow. Du hast folgende Trophäe erhalten. Hochzeitsglocken. Cowboy-Outfit vollständig. Das kommt aus den ganzen Sachen, die vollständig sind. Gut. Einmal finde ich es mega nice, dass es gerade jetzt heute regnet. Das ist schön. Aber weniger schön finde ich natürlich die Tatsache, dass wir uns das gestern den ganzen Tag nicht um alles gekümmert haben. Der Antiquitätenladen hat neue Waren im Angebot. Da können wir auf jeden Fall nochmal nachschauen gleich. Wie sieht's hier aus? Wie geht's den Tieren? Die werden bestimmt alle sauer sein und gestresst. Ich konnte halt eben gestern leider nicht füttern. Müsste jetzt, oder? Warte mal, Informationen ansehen. Wie sieht's aus? Ja, haben jetzt alle ein bisschen Stress dadurch. Ja, ist jetzt halt na, so, ne? Kann ich jetzt leider auch nicht ändern, ihr Süßen. Doof. Aber, naja, dafür haben wir geheiratet. Wir sind jetzt endlich mit Rhaegar fest in der Ehe. Er wohnt jetzt bei uns. Man sieht's auch, unten auf dem kleinen Bildschirm. Das ist ein Kopf bei uns im Haus. Wir können ihn auch gleich mal ansprechen dann. Schauen wir mal. Ich möchte mich aber erstmal jetzt hier um alle Tiere kümmern, so halbwegs. Leckerli-Spender. Gack. Wir müssen doch erstmal wieder gut um alle Tiere kümmern. Die jetzt sind jetzt alle etwas angesauert. Angesäuert. Ist natürlich jetzt nicht so ideal. Michi. Schoki. Warte mal, war das jetzt Liz oder? Oh Mist, hab ich also den Ramona was gegeben. Ups, das wollte ich nicht. Ups. Gut, dann fressen die. Warte, fress erstmal ihr beiden. Genau, du auch noch. Ja. Na komm, fress auf. Damit ich euch füttern kann. So. Dass es nicht ganz verschwendet ist. So. Was wollte ich jetzt? Ach ja, noch ein Gagakleckerli. Für Ramona. Genau. Bitteschön. Bürste. So, da habe ich mich jetzt hier auch erstmal um alle gekümmert. So, sind alle glücklich und zufrieden? Haben wir das soweit geschafft? Ja. Stress ist gesenkt. Alles gut. Sehr schön. Dann noch einen schönen Tag, ihr. Gut. Ihr habt auch kein Futter. Nicht so gut. Hier, bitte. Immerhin etwas. So, da bürste ich euch erstmal alle durch. Was man tun muss, muss man tun. Boah, ich freue mich gerade so, bis es regnet. Regen ist geil. Harvest Moon ist Regen immer gut. Beziehungsweise Story of Seasons. Beziehungsweise Stardew Valley. Beziehungsweise, ja, halt sowas. Farm-Simulationsspielen. So. Ah. Nein, stopp. Warte. Zack. Meisterbürste, Meisterwusch, Meisterwollschere klingt gut. Nehmen wir die mal. Du bist aber zufrieden. Okay. Meistermeckmaschine. Alle durchgehen.
direkt mal mit Rhaegar reden. Ah, jetzt habe ich... Oh mein Gott, ich habe unser gemeinsames Frühstück verpasst. Wir hätten gemeinsam frühstücken können. Ich so, ja, laber nur. Okay, vielleicht kriege ich aber das gemeinsame Mittagessen hin. Das wäre ganz geil. Gucken wir mal. Jetzt müssen wir hier nochmal alles kümmern. So. Ja, auf. Momo, du auch noch. Achso, ich habe schon so. Achso, ja, noch die Leckerlis. Momo. Für dich, Keks. Oh Gott, dieses Mugeräusch ist ein bisschen nervig, ne? Ist ein bisschen penetrant. So, wie viel brauche ich denn? Ich glaube, 3? Oder waren es 4? Ich glaube, es waren 4. Nee, ich glaube, es waren 3. Egal. Scheiß drauf. Nein, Chinkick erstmal nichts. Bommel? Genau. Ja, es wär, 3 hätten gereicht. Naja, egal. So, Chinkick hat noch eins. Damit ihr alle auch zufrieden seid. So, Informationen ansehen. Alles gut, alles gut. Sieht gut aus. Okay. Mach mal Platz hier. So. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, wegen Bäume fällen und so weiter und so fort. Ganz kurz gucken, wie es den Tieren geht. Habe ich eigentlich inzwischen mal wieder Tierfutter gekauft? Oder habe ich nur gesagt, es zu tun und habe es nicht getan? Okay. Natürlich habe ich nur gesagt, es zu tun und es nicht getan. Ich kenne mich doch. Ich bin furchtbar. Ich bin. Sehr furchtbar. Es tut mir leid. So, okay. Ich frage mich jetzt auch generell, wie die Zeremonie angekommen ist. Also eigentlich, nach der Logik her, musste jetzt bei allen die Freundschaft ziemlich angestiegen sein. Gucken wir dann mal. Guten Morgen, Schatz. Lass uns heute beide unser Bestes geben, aber überanstrengend ist nicht so sehr in Ordnung. Ja, ist okay. Gut. Das war's eigentlich auch schon von der Folge, oder? Ich denke mal, wir werden morgen mal gemeinsam zu Mittag essen, dass wir das auch mal sehen. Und dann geht's erstmal wieder mit unserer Routine weiter. Ich weiß gerade gar nicht, wie lange es dauert, bis ich schwanger bin. Irgendwann wird das passieren. Ich weiß nicht genau wie. Ob ich das irgendwie triggern muss oder so. Keine Ahnung. Wir werden das nachher rausfinden. Alles wird gut. Okay. Jedenfalls, ciao, bis zum nächsten Mal. Bye.